Willkommen bei den Crash Dummies, den Incredible Crash Dummies. Genau, also erstmal besteht der erste Teil daraus, dass wir von einem Hochhaus schützen müssen. Und wir müssen uns merken, wir müssen in der Mitte dann aufschlagen. Und dieser Crash Dummy ist ja extra dafür da, dass er natürlich jeden Scheiß hier ausprobiert. Dafür wurde er geboren sozusagen. So, müssen wir uns platzieren. Und dann wie auf dem Sprungbrett geht es gleich in die Tiefe. Gut. Feuer, das sollte er natürlich nicht berühren. Wenn er seinen Kopf nach unten macht, dann geht er schneller. Oh ja. Ich habe natürlich das Feuer jetzt hier berührt. Ah. Er ist ein bisschen schnell, meine Verhältnisse nach. Machen wir hin, machen wir langsam hier. Und bam! In der Mitte aufgeschlagen. Den Job schon mal gemeistert. Dann kommt es dann noch drauf an. Man kann natürlich auch noch besser sein, als wie ich es jetzt gemacht habe. Man kann natürlich, ja, je mehr Fenster und so und Balkone man berührt, desto mehr Kohle kriegt man sozusagen. Jetzt müssen wir hier mit dem Auto fahren. Ja, das haben wir gern. Oh, ich fahre gleich rückwärts. Auch nicht schlecht. Kohle eingesammelt. Oh. Alles geht halt nach Zeit, das ist logisch. Mit R. Ich stelle mich an jetzt gerade. Nicht mehr lange Zeit. Ja, Ölspur sollte man nicht. Ein Leben habe ich gerade gesehen. In der Mitte sollte man aufschlagen. Ups. Das habe ich wohl nicht geschafft. Oh no. Nochmal versuchen, bitte. Das ist so komisch, von oben so die Sicht zu fahren. Das ist für mich total ungewohnt, echt. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie der Sinn sein soll, aber... Naja. Seit wann fragen wir nach dem Sinn bei solchen Spielen? Oh, Vorhalt! Das Auto darf, glaube ich, nicht echt demoliert sein, oder? Erst am Schluss. Keine Ahnung. Das reicht auch nicht aus, oder wie? Doch, jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt anders gemacht habe, aber es hat ausgereicht. Naja, dann wollen wir mal zufrieden sein. Man sieht ja schon, ich habe ja auf Easy gemacht, ist ja logisch, ne? Ach, jetzt hätte ich das Ding berühren müssen. Ziel ist es, diese Fahnen zu berühren, soweit ich noch das in Erinnerung habe. Ich habe das als Kind immer gespielt. Oh, nicht den Abgrund. Ja, dafür muss der Crash-Dummy immer herhalten. Oh nein, nein, nein. Jetzt bin ich vor lauter Labern. Hoffe ich, reicht es jetzt überhaupt noch? Wow. Nein, Baum sollte man auch nicht fahren. Also das heißt, dann fliegt man mit die Ski um. Man hat verloren. Habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Yes, ich habe es geschafft. Juhu! Guter Crash-Dummy. Ah, das mit den Bomben finde ich ganz lustig. Das habe ich am Anfang, wie ich es mal auf dem Gameboy gespielt habe, überhaupt nicht verstanden, was ich da machen muss. Da habe ich alles kleinkackt mit dem Hammer. Also ich habe hier einen Hammer und ich kann pusten. So, diese Teile muss ich mit dem Hammer einsammeln sozusagen. Das habe ich nie gewusst. Beziehungsweise wegschlagen, weil es geht darum, unten in diese Boxen Bomben zu sammeln. Und die, wo gezündet sind sozusagen, wie hier, die muss man ausblasen. Und ich habe am Anfang alles klitzeklein kaut und habe auch diese Bomben immer wegkaut mit dem Hammer. Also wie ich Kind war. Jetzt habe ich es natürlich schon lange begriffen. Es geht natürlich nach einer Zeit immer schneller.
Aber auf der einfachsten Stufe ist es eigentlich sehr einfach. Also, möchte ich sagen, Kinderkram. Es geht halt nur ein wenig schleppend voran. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Bomben er sammeln muss. Es war bestimmt vorne gestanden, ich habe es wieder nicht gesehen, aber... Es ist ganz easy going hier. Kein Problem. Schön, dass du auspusten. Das war's schon. Wow, alles richtig gemacht. Deswegen kommt dann so ein Gesicht mit Feuerwerk. Oh ja, da habe ich als Kind immer Probleme gehabt, mit diesem Gerät hier zu fahren, diesem Raumschiff. Aber ich probier's mal. Also, ich habe es letztens schon mal gespielt, habe ich es auf einem Versuch geschafft. Aber ich kann jetzt auch nichts versprechen, ne? Ich seh zwar jetzt keinen Crash-Dummy, aber ich denke mal, er wird da drin sitzen. In diesem kleinen Raumschiff als Versuchsperson. Ah. Okay. Ah, beinahe hätte ich ankauft, oh mein Gott. Ah! Jetzt muss ich nur noch versuchen, dieses Loch genau reinzugehen. War ich gut oder war ich gut? Yes, geschafft. Ja, das war's. Und jetzt geht alles wieder von vorne los. Nur, dass der, was man oben sieht, der Schwierigkeitsgrad jetzt, da steht jetzt okay. Vorher war ja easy gestanden. Also ich denke jetzt mal okay, es wird so normal sein. Und das mache ich jetzt nicht, weil, naja, es wiederholt sich nur, dass es immer schwieriger wird. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, was es da so, also was der Crash Dummy da sozusagen für Levels da so durchmachen muss. Ja, das war's.